Liebe Freunde, was für ein Trauerspiel hat die SPD in dieser Woche um das Amt des Werbeauftragten aufgeführt. Der Werbeauftragte ist ein ungemein wichtiges Amt. Die Bundeswehr ist eine Parlamentsarmee. Der Werbeauftragte sozusagen der Anwalt, das Sprachrohr der Soldaten im Bundestag. In einer wahren Hinterzimmerintrige wird der allseits respektierte Amtsinhaber Hans-Peter Bartels aus den eigenen Reihen abgesägt und aus persönlich ideologischem Kalkül eine Politikerin nominiert, die bislang nichts, aber auch gar nichts mit der Bundeswehr zu tun hatte. Eva Högel, Berlin-Mitte-Antifa sozialisiert, steht damit allerdings in einer Reihe militärisch vollkommen unbeleckter Politikerinnen. Schließlich wurden schon die Kita- und Saarland-Versteherinnen von der Leyen und Kramp-Karrenbauer für würdig empfunden, an der Spitze des Verteidigungsministeriums zu stehen. Nun also Eva Högel. Für uns war es eine Verpflichtung, unseren Soldaten gegenüber, ihnen mit Gerold Otten einen verdienten und erfahrenen Offizier entgegenzustellen, der diesem Amt die Würde und Relevanz zurückgegeben hätte, die es verdient. Wie erwartet, spielt die Eignung der Kandidaten bei den Erwägungen der Altparteien keine Rolle. Schade. Eine kleine, zum Schmunzeln anregende Episode am Rande. Der bisherige Chefintrigant der SPD, Johannes Kahrs, nimmt die Wahl des Werbeauftragten zum Anlass, seinem Rauswurf wegen eines mutmaßlich erkauften Staatsexamens zuvorzukommen, indem er über die eigene Nichtberücksichtigung beleidigt alle Ämter aufgibt. Immerhin damit wurde dem Bundestag und den deutschen Bürgern ein guter Dienst erwiesen.